holen wir uns gerade noch hier das. Und Salz. Knochenmehl. Ja, dann gehen wir mal in das Grab den Totenbeschwörer besiegen. Ich hoffe mal, der ist nicht zu stark. Können wir vielleicht jetzt sogar noch ein Level abkriegen. Level 7 ist jetzt nicht so viel. Ja, bin ich mal gespannt, wie viel Schaden die Waffe jetzt macht. Bestimmt wir richtig cool. Walzwehran stoppen, ehe er hier noch mehr Schaden anrichtet. Wie du meinst, Kollege. Sehr cool. Zwei Schläge für einen Untoten. Knochenmehl. So, da oben war doch auch irgendwas, oder? Oh. Ja, immer diese Grabräuber. Mann. Zum Glück gibt es hier überall Fallen. Huch, vorbeigeklickt. Immer schön bravartig das Gold mitnehmen. Dass man auch ja genügend Gold hat. Hier gibt es nichts mehr, oder? Doch. So. Frag mich, wie man so Power-Attacken quasi ausführen kann, dass man den Gegner mit einem Schlag kaputt macht. Aber das war jetzt nur ein einziger Schlag und ich habe nicht extra irgendwie das aufgeladen oder keine Ahnung was. Sie gehören meiner Familie. Na gut, ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt, solange ihr mir helft, wahllos zu werden. Okay, sorry, verrafft. Was gibt's hier alles zum Aufheben? Knoblauch. Nein, Tante Agna. Talos, wieso bin ich nicht mit ihr zusammen rein? Ach, da. Pelzrüstung, Pelzstiefel, Stahlkolben. Hat so eine starke Waffe gehabt. Er hat die Tür verriegelt. Nur die Götter wissen, was er da drinnen mit den Leichen meiner Ahnen anstellt. Agner hat mir einmal erzählt, dann muss ich wohl außen rumlaufen. Komm, hör auf da rumzuweinen, komm mit. Ich muss sagen, die Untoten sind jetzt gerade nicht mehr so die Gefahr. In der alten Gruft waren die ja schon ein bisschen stärker. Da hatte ich ja schon mehr Probleme gehabt. Da habe ich ja 3 bis 4 Schläge gebraucht, um einen kaputt zu kriegen. Ist hier noch irgendwo ein Untoter? Vorsicht! Hier ist irgendwo ein Luftanschalter. Ich habe ihn schon mal. Ja, jetzt habe ich auch rausbekommen, wie man einen richtigen Moment blockt. Dann bouncen die immer noch so gut zurück, dann kann man die auch richtig schön angreifen. Perfekt.
Falle. Sehr gut, dass sie mich getroffen hat. Verdammt. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Wie mache ich das? Scheint geholfen zu haben. Achso, jetzt muss ich Schwert wieder auswählen. Ja, wie gesagt, ich kann es dummerweise nicht in die Favoriten tun, ohne meine Belegung der Tasten wieder rauszunehmen. Das mache ich dann lieber irgendwann wieder offscreen. Ist innerhalb von 5 Minuten gemacht. Jetzt so viel ausgehalten. Och nö, nicht schon wieder Spinnen. Ah, ich Spinne, fall um. Warum ist der denn tot? Wahrscheinlich, wenn ich hier alle Untote, die noch nicht aufgestanden bin, umbringe, werden die mich auf dem Rückweg nicht mehr angreifen. Hier war noch einer, oder? Die haben es ja nicht drauf, die Untoten. Da kriegt man auch richtig viel Kohle von denen. Sehr, sehr cool. Vor allem kriegt man ewig viele Pfeile von denen. So. Habe ich das auch? Also langsam müsste ich ja eigentlich da bei diesen Typen ankommen, oder? Das sieht aus wie die Ecke, von der Agna mir erzählt hat. Sie sagte, der Bär würde den Weg weisen. Der Bär. Kann ich da irgendwas machen? Ah, da ist die Kette. Ihr habt den Gang gefunden. Er führt durch den Sarkophag. War ja sehr, sehr schwer. Aber wir beeilen uns besser. Heiltrank ist immer gut. Das gibt's doch nicht. Wie kann man hier vorbeihauen? Meine Güte. Sowas aber auch. Hier noch irgendwo jemand? Nö. Gut. Diese Tür müsste zur Hauptgrabkammer führen, wo Wahl sich verkrochen hat. Gut, dann schauen wir erstmal, was es hier gibt. Ich muss erst mal ein bisschen vorsichtiger mit den Dietrichen sein. So langsam habe ich nicht mehr viel. Ganzen Geschichte ein Ende. Ja, ja. Keine Hektik, bitte. Steigert die Feuerresistenz um 30%. Kann man bestimmt gut verkaufen. Hier noch irgendwas? Nein. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Schnell abspeichern. So, Kollege, wo bist du? Toten sollten den Lebenden dienen, nicht umgekehrt. Oh. Ich hätte vielleicht schon mit ihm reden sollen. Ah!
Ja, die Kollegin hat es ja richtig gut raus mit Heil. Mit Blocken. Was ist das? Ach, der. Wo ist der Todbeschwörer? Da. Wo ist der hin? Habe ich die jetzt umgebracht? Das wollte ich aber nicht. Wo? Nee, da lade ich nochmal. Dann spreche ich auch lieber zuerst nochmal mit dem. Vielleicht. Zum Glück habe ich ja vorher gespeichert. Vor allem, was mich ein bisschen aufregt, dass der immer abhaut. Nicht umgekehrt. Wie? Kann ich mit ihm reden, oder? Das haut er schon wieder ab. Oh, oh. Tut mir leid, tut mir leid. Wo ist der Heinz Harald? Da oben. Ich hasse das, wenn die Leute abhauen, die Gegner. Was bist du für einer? Ah, da hinten ist er ja. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Da hinten. Ich müsste mal einen Heiltrank trinken. Zaubertränke. Heilung, Heilung, Heilung. Geringe Ausdauer. So, alle erledigt, sehr schön. Ah, jetzt habe ich ihn doch. Perfekt. Danke, dass ihr mir mit Vals geholfen habt. Bitte, nehmt das hier. Ja, warte, ich muss erst D3-Herz. D3-Herz. Schlüssel zu Hildegards Gruft. Totenbeschwörerrohre. Stiefel. Stahlrohre. Lasst mich allein, damit ich Tante Agner und die anderen Mitglieder meiner Familie sehen kann. 500 Gold. Schlüssel zu Hildegards Truhe hinzugefügt. Wahrscheinlich die, die ich gerade eben vorhin ausgeraubt habe. Oder ist das hier oben irgendwas? Stahlstiefel, cool, cool, cool. 91 Gold, Roll des Chaos, winziger Seelenstein, Eisenpanzer, Handschuhe des Fürsten. Einhändiger Angriff verursacht um 20% höheren Schaden. Sehr, sehr cool. Dann ziehen wir die doch gleich mal an. Bekleidung.
genauso viel Verteidigung wie vorher. 12, 12. Bam. Nur ich mache mehr Schaden. Mann, Mann, Mann. Der Ring bringt nichts. Die Stiefel ziehe ich an. Die Robe ist schlechter. Ja, das war es auch schon. Speichern. So, nehmen wir das dann noch mit. Was ist da drin? Dornenherz. Frostsalz. Lavendel. So. Von hier sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Ja, stimmt. Hier kommen wir her. Habe ich jetzt eine höhere Ausdauer? Achso, ja, 120 Ausdauer müsste ich jetzt haben, ne? Sehe ich das irgendwo? Nö. Ich habe gerade eben gedacht, dass ich eine höhere Ausdauer habe, aufgrund dessen, dass ich die Tränke getrunken habe. Aber die Tränke haben jetzt nicht die Ausdauer insgesamt höher gemacht, sondern nur die Ausdauer wiederhergestellt. Huhuhu. Kleiner Denkfehler. Und wir haben ja schon gleich ein Level up. Super cool. Hat sich das ja richtig gelohnt. Da haben wir richtig viel Kohle gemacht damit. Schauen wir gerade mal, wie viel Kohle wir jetzt verdient haben. Müssten ja um die 700-800 Gold gewesen sein, glaube ich. Da haben wir jetzt wahrscheinlich 2000 noch irgendwas Gold. Sehr cool. Da können wir uns ja neue Ausrüstung kaufen in der Stadt. Wenn wir schon nichts Besseres finden sollten. Komm schon, Ladezeit. Schneller. Perfekt. 2600 Gold. Sehr, sehr cool. Gucken wir uns nochmal die Karte an. Oh, hier sind wir erst. Und hier müssen wir hin. Puh. Das wird noch ein steiniges Stück Arbeit. Vor allem ein steiles Stück. Ja, ja, komm, stell dich nicht so an. Ich habe dir gerade geholfen. Unsere Kameradin ist auch da. Sehr schön. Geht's hier denn überhaupt weiter? Oder ist hier nur querfeldein? Okay, gut. Also müssen wir jetzt querfeldein weiterreisen. Ich denke mal, dass hier so querfeldein viele... Oh, kann ich hier drüber? Nein. Ah, Pferd. Das Pferd ist schon ein bisschen tricky zu steuern, muss ich sagen. Ich hoffe mal, ich komme hier wieder hoch. Dass ich da über diesen Baumstamm laufen kann. Nee. Hier geht's nicht hoch. Muss ich wohl doch wieder diese Treppen da hochlaufen, da vorne. Ich hoffe mal, die Kollegin kommt hier mit. Sehr. Muss man die eigentlich auch heilen oder heilt die sich automatisch selbst? Sterben kann sie ja, das haben wir gerade eben schnell gesehen. Naja, werde ich mir gleich mal anschauen, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Jetzt geht's gerade nicht, weil ich muss hier weiter.